Perfekto, ich sehe, ich bin online. Also, so, ich begrüße euch in Richtung zu Dead Cells, einem noch in Early Access befindlichen Metroidvania Roguelike. Und ich muss sagen, die haben das Spiel rausgehauen, wo sie gesagt haben, ungefähr so 50% von dem Content sind in diesem Spiel schon drin. Also Early Access sind 50%, innerhalb von 8 Monaten verdoppelt sich das sozusagen auf 100% an Content und dann ist es auch fertig. Und das, was sie schon fertig haben in der Richtung, kann sich schon echt sehen lassen. Also das, was sie hier so geschafft haben in der Richtung, dass es sich echt anfühlt wie halt ein Metroidvania-Spiel. Plus den zusätzlichen Bonus, dass es ein Roguelike ist, ist es eigentlich top. Und deshalb wollte ich das euch mal so ein bisschen in der Richtung näher bringen. Deshalb starte ich das jetzt einfach mal und starte mit einem kleinen Secret. Einige Sachen habe ich hier schon freigeschaltet in der Richtung. So, man stirbt sozusagen, man bekommt hier zu so einem grünen Goo und geht sozusagen in so einen Körper von so einem Kopflosen. Und hier oben verschickt sich etwas. Ja. Genau. Man kann hier sozusagen rollen. Und hier ist ein Quickbow Blueprint. So. Kampfstilmäßig ist es klar, ein bisschen Metroidvania-mäßig. Plus zusätzlich den Spaß in der Richtung, dass es. Oh. Auch Dark Souls-mäßig ist, das heißt, man hat hier so eine Dodge-Roll, man kann ausweichen, man muss sozusagen die Pattern der Gegner lernen, man hat hier so verschiedene Items und das Wichtigste ist, man hat hier Slots. Man hat zwei Waffenslots, dazu dann noch seine Unterstützungsslots. Also diese Bombe, die ich da habe, Granate, ist ein Unterstützerslot. Ich kann hier das eine machen oder halt das andere, zusätzlich die Rolle. So. Ja, und das Wichtigste ist halt zu sagen, ob man hat hier seine Tränke und die verbessert man auch in der Richtung, indem man Punkte, also diese großen blauen Punkte, die ich da jetzt habe, also diese Cells, auflevelt. So, zudem haben wir dann diese Schriftrollen, die entweder die Seelenpower, also die Skills sozusagen verbessern oder andere Sachen. So, hier unten haben wir zwei verschiedene Wege, die man im Laufe des Spiels fortschlägt. Entweder kann man sich hier teleportieren lassen oder unten so eine Pflanze wachsen lassen. Ich werde aber den ganz normalen Weg das erste Mal gehen. Sozusagen so, wie man es kennt. Ab und zu trifft man halt eine Truhe, die kann man aufmachen und bekommt sozusagen ein Schwert, was man dann austauschen kann. Oder irgendwelche Items, die man austauschen kann. So, eine Scroll of Power hat den großen Vorteil, wir können uns aussuchen, was wir machen. Möchten wir Strange, also mehr unser Weapon Damage, möchten wir unsere Skills verbessern oder mehr Health? Ich werde den Stärkebonus hier erstmal nehmen. So, man sieht auch wieso. So, das sind natürlich so klassische Gegner mit einem Schild, heißt, die muss man von hinten angreifen. Das sind Warp-Punkte in der Richtung. So, wir haben hier ein Herz. Für 3000 können wir da hingehen. So, was macht das Herz? Einmal wird unser Leben gerettet. Das heißt, falls wir sterben, sind wir nicht in echt tot. Einmal können wir uns wiederbeleben. Ein Shop, klassischerweise, wie man den hat. So, außerdem hat man... Oh, noch andere Sachen hier. So. Wie heißt das denn nochmal? Man hat hier auch so... Wie heißt das nochmal? Verschiedene... Türen. Also es gibt Türen, die sind sozusagen zeitgesteuert. Das heißt, man muss da schnell sein, um da durchzukommen. Oh, was haben wir denn hier? Blueprint. So, wir teleportieren uns einfach. Wo bringt uns das hin? Hier hin. So. So. Das da hinten ist ein Schild. Wollen wir jetzt nicht haben. So, außerdem haben wir hier... die Möglichkeit. So, das Besondere an den Daggern ist halt, dass sie halt bei jedem dritten Treffer automatisch einen Crit landen. So. Das heißt, beim dritten Hit sind die meisten eigentlich tot. So, dann haben wir noch hier diese Möglichkeit. So, gut. Ich nehme aber jetzt statt diesem Blast diese Knives. Denn diese Knives, wie man sieht, haben zwar eine Munitionsleiste, man kann aber mit denen so ein bisschen schief zielen. Das heißt, wenn man das Ziel sieht, kann man dann so ein wenig aus einer anderen Lücke aus, dann hat man dann so eine Range-Waffe. Nach jedem Level kommt man an dem Kollegen hier vorbei, der sozusagen die Blueprints übernimmt. Das heißt, ab da sind sie sicher. Also ab jetzt kann ich diese Blueprints nicht mehr verlieren. Und man setzt diese Seelen ein, um Sachen freizuschalten in der Richtung. Also man hat hier, die brauchen wir 10.
Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir halt den Quickbow haben. So, Starting Shield ist randomized. Starting Bow ist randomized. Random Melee Weapon. So, das müssen wir auch machen. Das heißt, dass wir da die Möglichkeit haben, das zu machen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Enemies, warte mal. Inflicts a critical hit if the target has 3 or more arrows in his body. Causes bleeding. Ne. Also den werde ich nicht nehmen. Also noch nicht. So, dann haben wir hier etwas, womit wir unsere Flasche auffüllen können. Die wir natürlich verbessern. Also das heißt, eine Aufladung, zwei Aufladungen. Drei Aufladungen, glaube ich, ist das meiste. Und jedes Mal, wenn wir da dran hinsippen, also die auffüllen oder an diesem Punkt kommen, werden wir auch aufgefüllt. Das heißt, unser Lebenspunkt, alles wird geheilt. So. Wir sind in der Promenade of the Condemned. So, wir haben jetzt hier noch etwas. Ein Meat Grinder, cool. Ein Item, was ich gerne in der Richtung haben wollte. So, dazu noch die Dinger hier. So, klassischerweise Spikes. Spikes sind immer schlecht für die Gesundheit. So, eine Tour aufmachen. So. Twin Daggers, aber man sieht Twin Daggers Stufe 3. Das heißt 20% mehr Damage. Und man sieht, wir werfen jetzt so einen kleinen Pfeil. So, jetzt müssen wir hier weiter gucken. So. Außerdem kann man so die Wände, ab und zu sieht man so eine kleine Rune in den Wänden. Das heißt, da ist ein Secret und man kann es dann halt aufmachen und bekommt dann irgendwelche Sachen. Meistens, so. Meistens ist es dann so ein Juwel oder was zum Essen, also zum Heilen. Okay. Ah, shit, da muss man aufpassen. So, weil nämlich das Wichtigste ist, ist man tot, ist man... Also, einmal gestorben, ist man tot. Und wir verlieren alles, was wir haben. Die Blueprints sind nur sicher, wenn wir die dem Kollegen bringen. Also, use interact. Nur wenn wir sie ihm bringen, haben wir was davon. So, dafür haben wir kein Geld. Eis ab nach oben. Und dann teleportiere ich mich, weil hier ist, weil da nichts mehr ist. So, dann haben wir noch hier sowas zum kaputt machen. So. So, hier, der Kollege da unten im Wasser. Oh Mist. Muss hier hoch. Dann haben wir hier so eine Schriftrolle mit Leben. Wie gesagt, es gibt welche, wo man sich da aussuchen kann und es gibt welche, die sind halt festgeschrieben. Da, der hat zum Beispiel Nahrung gedroppt, also selbst die Enemies, also die ganz normalen Gegner droppen hier was. Das Wichtigste ist halt, dass man eigentlich nur lernt, wie man die Gegner hier angreift und was deren Pattern sind. Also der Rote wirft seine Bomben, der Grüne macht seine Clown-Angriffe, der Weiße teleportiert sich da so ein bisschen. Und da muss man gucken. So, diese Tür war vor einer Minute 51 Sekunden kaputt, heißt wir waren zu langsam. Also man sieht schon, das ist sozusagen die Möglichkeit auch, dass man so time-mäßig schnell sein kann. So. Ich nehme jetzt, ich denke mal, Mili. So. So, Secret. Und hier haben wir auch ein Secret. Also wie gesagt, man sieht das meistens, dass da so welche kleinen Runen sind. Und diese kann man dann benutzen. So, dem werfen wir eine Bombe hin. So, dann haben wir noch, oh, die Dinger, denen man nicht ausweichen kann. Und da, wo er uns getroffen hat in der Richtung, ist Blut kleben geblieben. Das ist natürlich nicht gut. So, die Old Sewers wollen wir jetzt nicht hingehen. Da ist sozusagen ein geheimer Bereich, den man hier mit seinem, ja, ich sag mal, mit seinen Pflanzenwachskräften in der Richtung freischalten. Ne, da ist nichts. Das war noch dieser kleine Edelstein, der da geblubbert hat. Ah, okay. Da ist was. So, Secret. So, Secrets haben, wie gesagt, meistens Geld oder, wie soll man sagen, ich muss einmal nochmal ganz kurz was machen. So. Genau. Pup. Und weiter. So, ich muss nämlich den Chat machen, falls da was kommt. Also, falls da wer schreibt. So. Und da hat man den Vorteil, den man sieht an diesen Wurfwaffen oder Fernkampfwaffen. Dass man da die Möglichkeit hat, auch so schräg jemanden da anzugreifen. So, und die Dagger sind natürlich auch nicht so schlecht, weil sie bei jedem dritten Angriff einen Crit automatisch verursachen, damit ist das besser. Okay, was haben wir da oben? Keine Ahnung. Zack. So.
damit haben wir unten nichts. Da unten ist eigentlich ein Pfad, wenn man das das erste Mal macht, um sozusagen diese Pflanzenwachskräfte zu bekommen. Weil die bekommt man in diesem Level. Okay. Das mit der Bombe war natürlich perfekt. So. Okay, und da sieht man, wieso das wichtig ist, auszuweichen. Außerdem wird man hier belohnt. Das ist so, wie heißt das nochmal? Bloodborne-mäßig. Wenn man angeschadet ist und weiterkämpft, man sieht, die Energie geht einfach langsam zurück. Okay, hier ist der spezielle Level für die Teleportation. Den wollen wir natürlich auch nicht benutzen. Ich gehe in den ganz normalen Weg hier. In den Turm hoch. So. Was haben wir? Wir haben noch die Möglichkeit, wenn wir einmal sterben, kommen wir wieder. Was ich aber nicht weiß, ob das auch dafür zählt, wenn wir jetzt runterfallen. So. Hey. So, den Meat Grinder, den will ich definitiv haben und den schalte ich mir auch frei. Weil das ist eine super Sache. Und wir haben einen zweiten Trick dann mehr. Und jetzt möchte ich das hier weitermachen, dass wir mit einer Random-Waffe starten. So. Der Meat Grinder ist das, was ein Meat Grinder halt macht. Wenn man ihn auf den Boden wirft, sind dann halt so welche Räder, die einfach das Meat schön grinden. So, und weiter geht's. Und jetzt sind wir in The Ramparts, also in dem Turm. Ich muss sagen, ich habe noch nie The Ramparts geschafft. Ich weiß, dass es hier diese Typen gibt, die irgendwelche, genau, Magie haben, wo man sich in Acht geben muss. So, ich glaube, der ist tot. Genau. Oh, genau, weil man kann hier nämlich sehr schnell runterfallen. Und das ist das, was ich meine mit, man muss hier aufpassen. Man kann zwar hier in gewissen Teilen runtergehen. Okay. Hier Meat Grinder? Nein. Okay, so, auf Wiedersehen. Oh, was hat er da? Ah, eine Bärenfalle. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was ich gerade brauche. Okay. Ah. Hier ist. Secret, okay, nur Geld leider. So, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. So. Okay. Irgendwie ein Bow, der Infinite Arrows hat. So, das, also da ist der Meat Grinder schon mal sehr gut, dass er die mit dem Schild auch schädigt. Weil sonst die mit dem Schild sind halt von vorne nicht angreifbar. Genau. Und der Meat Grinder hat halt den Vorteil. Okay. Hier. Okay, ich trink mal. Ich will nicht sterben. So, ich habe natürlich das Upgrade gehabt. Oh, guck mal, da ist noch ein Meat Grinder. Und der ist bestimmt besser als unser. Das heißt, wir müssen die Teleportationsstatue finden, die hier ist. Gott. Ah, hier findet man einiges an Skript. So, Meat Grinder Stufe 3. Nein! Nein, 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 nein. So. Gegen Meat Grinder Stufe 2. Außerdem haben die manchmal so einen Sondereffekt. Das heißt, macht eine Frostgranate beim Benutzen oder verursacht mehr Schaden bei eingefrorenen Leuten. Kann alles hier passieren. So. Eine normale Truhe. Puff, aufmachen. So, wir haben Stufe 4. Hat plus ein Health und ein Arrow wird nochmal nach vorne. Also das heißt, wir haben jetzt sozusagen zweimal die Möglichkeit anzugreifen. Wir teleportieren uns hier wieder hoch. Also das heißt, alles was wir hier gemacht haben, war nur optional. Und wenn wir weiter rechts gehen, ist sozusagen der echte Weg. Gut. Das heißt, ich kann jetzt mit meinen Daggers und mit meinen zweiten Sachen, also mit den anderen Sachen, beidem was machen. So, ich nehme mal die Skills.
Oh je. Ich trinke lieber. Ich weiß. Oh! Genau. Und das ist etwas, was mir sehr missfällt. Open, 5 vor 5 Minuten. Das heißt, hier können wir nicht weiter. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal einen Weg gibt, den man nur... Also sozusagen so ein Secret-Gang, den man nur begehen kann, wenn man schnell ist. Das kann ich noch nicht sagen. Okay, da glüht was, aber das ist nichts Wichtiges wohl. Okay. Oh yeah. Gut. Wir haben jetzt ein Schild hier. Okay. Okay. Hier ist nichts. Wir können hier ein Schild nehmen, was mir nicht viel bringt, weil Schild ist, wie gesagt, so eine Sache. Da muss man wieder rechtzeitig parieren, oder? Das kann ich. Oder das ist für mich... So, diese komischen Geflügeldinger hier. So. So, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Problem ist, klar, ich kann noch einmal... zwar noch einmal sterben. Trotzdem würde ich jetzt, sagen wir mal, nicht drauf hinauslegen, echt zu sterben. Will noch, soweit es geht, mit dem Trinket weiterkommen. Schildbash. Das andere. Knife Storm. Enemies explode. Ich glaube, das würde ich gegen die nehmen. Weil das ist nämlich so eine Art Charge, so eine Spray Attack. Das heißt, das geht überall hin. Oh. Und Death cheated. Da wäre ich fast untergefallen. Gut. Das heißt. So. Tür kaputt machen, dann sind sie nämlich gestunt. So, der macht seine Sprungattacke. Deshalb, wenn man zu weit weg ist, macht er eine Sprungattacke. Ist man nah genug dran, macht er nur so eine Clown-Attacke. Und die Sprungattacke ist natürlich ganz anderes Kaliber. Oh, Mann, ey. Oh, oh. Okay, da unten ist Leben. Das Problem ist, wenn man so ein Lebensding aufhebt. So. Ist man nicht geheilt? Okay. Eine Karotte halt ein. Komm her. Okay. Irgendwo bringt das hier nichts. Hoch, hoch, da. Genau. Keine Ahnung, was das wieder war. So, boah, hab ich Glück gehabt. Ich glaube, ein Schlag von denen und ich bin tot. Da unten. Use the rune. Oh nein. Da sind Secret Areas und die Secret Areas heißt, wenn man reingeht, ist man nach einem Schlag tot. Also versuche ich es gar nicht. Aber ich möchte meine... Wie heißt du nochmal? Meine Sachen behalten, die ich hier... gerne habe und möchte die halt freischalten und nicht verlieren. Ist die Frage, ob ich da nicht einfach oben weitergehe, weil ich glaube, hier unten ist immer nur was Besonderes.
perfekt, eine Karotte. Gut. Also da war wieder gut, dass wir hier hingegangen sind. Oh Mann. Gut, das habe ich wieder falsch gemacht, weil dann hätte man ein bisschen weiter gehen können. Whoop. Und blutet zu Tode. So, ist hier oben was? Nein. So. Wie gesagt, also dafür, dass es ein Early Access Spiel ist, das heißt, es kommt noch einiges hier dann. Wie gesagt, das sind gerade mal 50%, in dem wir uns hier befinden. Es ist eigentlich sehr weit ausgefeilt und sehr weit schon. Also ich glaube, das sind zwei Bosse. Okay, The Black Bridge ist hier. Ich weiß nicht, was da oben ist. Wir haben zwei Bosse hier schon. Okay. Gehen wir mal weiter. Wenn nicht, dann gehe ich einfach nach da unten. Sehr viele Items, die man sehen kann. Also einiges, was das Herz begehren kann. Da unten haben wir die Black Bridge. Gut, das ist sehr wichtig, damit wir die Skills haben, nämlich Skill Power und Cooldown Improved. Okay. Okay. Oh! Bin fast auf den Leim gegangen. Ne, hier ist nichts mehr. Gut. Heißt, diese Black Bridge ist das nächste Ziel. Wenn ich mich nicht irre, ist da sogar der Boss. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Nach unten müssen wir. Genau, The Black Bridge. Und wir können endlich unsere, wie heißt er nochmal? Unsere Zellen, oder doch, soll Seelen einlösen in der Richtung und was noch? Die Blueprints abgehen, genau. Hey. So. Wir haben jetzt als neues den Bow of Infinity. Ich werde aber weiter das Ganze hier reingeben. Vielleicht erlaubt es mir, eine Starterwaffe zu haben. Die für mich einfach sehr wichtig ist. Außerdem, boah, ey. Ich habe ja gestern in Justice 2 gestreamt. Das morgen werde ich hoffentlich auch schaffen zu streamen. Ich bin gerade am Überlegen. Kann sein, ja. Ich muss für morgen was vorbereiten zum Essen. Aber mein Gott, ist dieses Multiverse genial. Und ich bin die ganze Zeit da nur am Zocken, ey. Ja, okay, das ist hier der Boss. So. Aber jetzt kommt nämlich der Incomplete One. Genau, der erste Boss. Okay. So, jetzt ist er unverwundbar. Und ich stelle mich super an. Okay. Hoppa. Hoppa. Oh! Oh, shit, shit! Oh, shit, shit! Oh. Out of ammo. Okay. Oh, nein! Oh, nein! Nein! Oh, nein! Nein, nein! Oh! Oh. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überschaffe. Nein, 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 nein. Nein! Oh, da hätte ich da überspringen sollen. Also da bin ich bisher noch nie weitergekommen bei diesem Boss. Puh. Ah. So. Aber das Besondere ist, ich habe halt ein bisschen auch freigeschaltet, dass ein Teil meines Goldes halt hier angespielt kommt. Also halt nicht mit 0 starten, sondern mit einem gewissen 30% oder so. Das heißt, falls wir das erste Mal auf so einen Shop kommen, haben wir die Möglichkeit, da was zu holen. So. Ja. Und das ist halt das Typische an dem Roguelike. Immer wieder von vorne anfangen. Aber ich finde das jetzt nicht schlecht. Besonders macht das hier auch Spaß. Und man hat echt so ein, wie heißt das nochmal, so ein Sense of Progression. Das heißt, man merkt richtig, wie man
stärker wird. Mit dem, was wir da so freischalten in der Richtung. Hey, Brüder hier. Hoppa. So. Das sind auch sehr wichtige Schriftrollen in der Richtung. So, da ist dieser besondere Tower, in den möchte ich jetzt nicht. Und wenn ich Pech habe, ist hier nämlich das Tor zu Sewer. Genau, Toxic Sewer. Möchte ich jetzt aber eigentlich gar nicht hingehen, weil ich möchte einmal in der Richtung alles freischalten. Also erkunden, holen und so. Auf jeden Fall das, weil ich erhoffe, mir eins zu bekommen. Ich brauche eine gewisse Waffe, nämlich so eine Whip. Und diese Whip ist echt unfassbar. Das ist eine Fernkampfwaffe. Oh Mann. Ist eine Fernkampfwaffe, wie halt eine Whip. Also wie eine... Dann nehme ich das mal mit. Also das ist einfach so, das hält man. Und wenn jemand uns währenddessen angreift, uns berührt, stunnen wir den einfach. Mehr ist das nicht, was ich hier gerade bekommen habe. Ja, Mist, das hätte ich lieber nicht benutzen sollen. Aber egal, das Geld ist jetzt weg. Ja, das wäre nämlich besser gewesen. So, dann können wir uns hier hinstellen. Man kann damit auch diese Projektile abwehren. Ich weiß nicht, ob es dann unsere Projektile wären oder ob die nur abgewehrt werden. Das kann ich jetzt nicht sagen. So. Ja, wie gesagt. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Injustice Multiverse, also diese Challenges, hammer geil in der Richtung. Das ist mein Jam. Oh, ich hätte gerne ein Flammable Sword hier. Im Notfall hole ich mir die... Ah, da ist es doch. Das, genau. So, das ist die Whip. Die Whip ist das Gute ist... Die trifft zwar nur einen Gegner, hat aber eine gewisse Reichweite. So. Ich war da jetzt ganz kurz ruhig, weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren, wie ich den am besten kille. Die Promenade auf The Condemned. Na gut, wieso nicht, ne? Wir haben ja herausgefunden, irgendwo konnten wir ja auch nochmal weitergehen. So. Zack, da heißt mit einer Anfangswaffe starten. So. Da, hier haben wir 3 Charges, das wären dann 4 Charges und wir bekommen 40% vom Geld wieder und dann wären dann 65 und vielleicht 80 oder so. Na, jetzt ist die Frage, was schalten wir zuerst mal hin? Unlimited Ammo oder inflicts a critical blow if you been hurt recently. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt der Beste. Bleeding und hier diese ganzen anderen Sachen. So, heißt aber... Ich denke, werden wir zuerst mal den Bow der Unendlichkeit holen, mich hier wieder heilen. Oder warte, jetzt wieder. Einfach hier heilen. Und weiter geht die Fahrt. Hui. So. Weil ich glaube, in der Promenade haben wir die Möglichkeit gehabt, unten auch die anderen Wege zu wählen. Oder war das in dem späteren Level danach? Also auf jeden Fall haben wir nochmal die Möglichkeit, in irgendwelche Sewer-Suits reinzukommen. So. So, und da ist das Gute an dem Whip. Ein guter Range-Kampf hier. Der uns auf jeden Fall für spätere Sachen hilft. Na, runter mit mir. So. Noch eine Bombe. Damage is a Damage on a poison target. Poison. So, wieso 2 Granaten? Ganz einfach, wir können jetzt einfach erstens 2 werfen. Und eine vergiftet die Gegner noch dazu. Das ist genau wie manchmal Bomben die Möglichkeit haben. Zusätzlich, wie heißt es nochmal? So. Wo ist das Ding? Genau. Das ist das Blöde an diesem komischen Ding, an dieser Scarecrow, die macht dir halt so ein Schild, dass sie kurze Zeit unverwundbar sind. Oder war das kurze Zeit? Eine gewisse Zeit unverwundbar sind. Ah. So. So,
So, wo ist der Typ? Ja. Perfekt. So, der ist da unten aufgeprallt, ist kaputt gegangen. So, und dadurch verbessere ich auf jeden Fall auch noch meine Skills. Ne? Der Cooldown von denen soll ja runtergehen. Da wir die öfter benutzen können. So. Zack, 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 zack. Viel Spaß. Zack, aufheben. So. Health Stufe 3. Attacke Stufe 3 und die Skills Stufe 3. Das heißt, wir sind skilltechnisch. Also, ich meine, wie heißt das? Skilltechnisch. So, upgrade-mäßig hier eigentlich gar nicht so schlecht. Gut, jetzt müssen wir nur hier irgendwie durchkommen. Okay, und durch. Wow, dass ich das geschafft habe, ohne getroffen zu werden, hätte ich nicht gedacht. Und wir sind zu langsam. Okay, man muss so um die 4 Minuten bei der ersten Tür ankommen. Ich glaube, das war jetzt so ungefähr 4 Minuten. So. Hier hochklettern. Boah, entweder wird wieder bei uns geschossen oder ich weiß auch nicht, was da los ist. Oh. Puh. Und der Flieger ist hier, der mich gerade stört. Super. Ne, das ist tot. Ah, guck mal an. Und ein Vorteil ist natürlich, dass man dadurch ein besserer auch noch die Secrets findet. Hey. Und da oben auch. Weil man so vom Weitem her greift das alles an. Genau, die Old Sewers. Schuh. Schuhfliege. So. Nach unten. Hey, hey, hey. So, das haben wir zwar nicht, aber wir können den jetzt hier freischalten. So. Force triggers a force field when carried. Ja, wir müssen am besten immer alles freischalten, aber... Ich denke... Ich bin jetzt am überlegen. Ich denke, ich werde zuerst mal alles... in der Richtung investieren, so. Unlimited, so. Ich werde mein Rusty Sword wegmachen, weil mein rostiges Schwert wird mir nichts mehr bringen, weil es halt zu wenig Schaden macht. Klick, klick, klick. So. Und jetzt sind wir in diesem Sewer-Level. Also, wie jedes Spiel muss ja immer ein Sumpf-Level, ein Kanal-Level haben. Im Untergrund. Und das ist hier unser. Natürlich mit standardmäßig überall alles sind vergiftet. Das ist eine Cursed Treasure, das heißt, wenn man die aufmacht und da was rausnimmt, wird man verflucht doppelter Schaden oder was weiß ich nicht was. Das ist mir einfach nicht wert. Oh, 50% off. Ice Grenade. Das heißt, wenn ich Geld bekomme von irgendwelchen Gegnern, muss ich das... Ja. Muss ich das gleich mal nutzen. Na, guck mal. Eine Karotte. So, wir haben genug für die Eisgranate, weil die Eisgranate halt einfriert. So, Damages on a Poison Target. Das heißt, ich mache die Granate 1 weg. Weil was brauche ich eine Granate 1, wenn ich bessere Granaten habe? So, runter, weiter, rechts, rechts, rechts. Oh, nee. So. Da sind wir bei dem Lieblingsthema von mir, diesen komischen Pilzen. Nein, da war nur das, was da geglitzert hat. Die Pilze sind, sagen wir mal, nicht meine Lieblingsfreunde. Weil, oh, das ist ein Elite-Gegner, der hier spawnt. Elite-Gegner machen halt mehr Schaden. Geben aber auch dadurch größere Loot. Ich will hier runter. So. Hey. So. Manchmal kann man Glück haben, dass man die halt so cheesen kann. Okay. Wow, der ist in der zweiten Phase. Er ist in der zweiten Phase. So, und aufpassen, diese Dinger lassen sowas noch fallen. So, wir haben hier eine Whip Stufe 6.
Natürlich, wenn wir unsere WIP-Stufe 1 austauschen. Oh, nein! Oh, Glück gehabt, ey. Puh, da oben ist noch eine Karotte. Die will ich nicht holen, aber... So, was haben wir hier? Eine normale Truhe. Pop, aufmachen. So, dann macht die. Fires a Volley of Arrows und... Ja, okay, gut. So, ungefähr sowas kann man jetzt in diesen Sewers erwarten. Und da haben wir halt sowas als normal. Wie gesagt, der hat halt diese Eier, die auf dem Rücken wachsen, die explodieren dann halt. Und man sieht, irgendwo ist so ein komischer Pilz. Wo? Perfekt, Karotte. Der Pilz muss hier unten sein. Gott. Rubben, rubben, rubben. Ich weiß auch nicht, weshalb das steht, weil dass wir das, Whoa! Gut, gucken wir mal. Damage to poison targets, a swarm of bitter crawls from your victims. Oh ne. Ich lasse das lieber so. Aber ich muss eins umändern. Genau, swap. So, reiße ich gleich hier mit X an und mit Y mal in meinen Bogen. Deshalb habe ich am Anfang die ganze Zeit den Bogenangriff da gemacht. So. Das ist halt dieser komische Nachteil bei diesem Pilz. Oder war das Pilz? Der Nachteil. Das ist halt seine Besonderheit, dass der halt diese komischen Attacken so, so koordiniert, dass die halt überall wachsen. So. Oh! Au, 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 au! Was für eine Bombo-Kombo, ey. Da war ich kurz paralysiert, weil der eine mich getroffen hatte. Und dann kam der Pilz und hat direkt angegriffen. So, aber da wir jetzt das Upgrade freigeschaltet haben, dass die Waffen von Anfang an kommen, können wir ja mal sehen, was wir hier bekommen. Wie gesagt, manchmal läuft es schnell, manchmal langsam. So, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Wir haben ein Schwert, was Blutung verursacht. Und wir haben die Whip. Also da kann man sich eh nicht beschweren. Wie gesagt, also der Vorteil ist ja auch natürlich, dass er... So, und jetzt haben wir auch noch eine Eisgranate. Also ist ja eigentlich ein ganz guter Start, den wir den hier hingelegt haben. Okay. Zap, zap. Perfekt. Autsch. So. So, und den nehmen wir automatisch unseren Strength. Weil wir halt... Ah. Hätte das gehört, wäre noch eine Karotte. Oh Mann. Was ist das? Eine magnetische Granate. Oh, okay, nicht schlecht. So, wie gesagt, damit wir unsere Whip verbessern. Die Whip ist halt... ein unserer Kernstücke, die wir jetzt hier haben. Au. Ah. Hätte doch lieber da mit dem Ding ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Hopp. Oh Mann. Ich habe ganz vergessen, er kann immer noch danach angreifen. Wir haben hier den Quickbow. Kritisch automatisch, wenn er 3 trifft. Okay, da haben wir Flashbang. Wo teleportiert er mich zum Flashbang? Jo. So, der Flashbang ist ein Stun, den die Granate ausübt. Und manchmal ist das halt vom Vorteil, wenn dann steht zum Beispiel, hey, du... Wer hat's denn nochmal? Genau, man macht mehr Schaden an gestunten Gegnern. Genau, sowas. Alles möglich. Hopp. Promenade da. Perfekt. So, und weiter geht es. 10 tote Zellen haben wir. Was können wir noch freischalten? Ich denke, ich werde das auch machen. Attract anything close to it and deals damage. Okay, also wie so eine, wie heißt das? Vakuumgranate. Erstmal schön alles dran ziehen und dann explodiert sie. Das ist immer gut. Immer gut. Gott, Gott, Gott. But
So. Je nachdem, wie viel ich, wie weit ich hier komme, wird darauf vielleicht mein letzter Run sein. So, wir haben jetzt noch Zeit. Das heißt, wenn wir Glück haben und dann diese Zeituhr schnell finden. Doch, wenn wir die Zeituhr schnell finden, manche. So, 20% Damage und 1 plus Skill. Dann nehme ich doch lieber das hier. Können wir vielleicht dieses Schnelligkeitstor machen? Also bis 4 Minuten haben wir Zeit, das zu finden. Oh, wow. Genau. Super, was ist hier? Perfekt. Kaufen. Und Strength. So, ich nehme... Hab zwar wenig Health, aber solange ich die Vorteile habe, dass ich mir mit meiner Whip... Genau. Solange ich das hier in der Richtung machen kann. Oh, was haben wir denn da? Können wir das hier einmal austauschen? So. Patsch, patsch, patsch. Perfekt, perfekt. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Aber am besten nicht sterben. Weil wir haben nur noch ein paar Sekunden Zeit. Und ich hoffe, dass die Truhe schon. Truhe. Dass das hier ist. Nein! 20 Sekunden. 3:30 war diese. Okay, das heißt, wir hätten mir von Anfang an die Möglichkeit gehabt, oder hätten wir das nicht gedrückt hier. Und wären direkt durchgerannt. Oh, oh. Oh, oh, nein. Ah, ah. Ich hasse diesen teleportierenden Typen. Weil er macht es natürlich noch schwerer, an dieses, an die Scarecrow dran zu kommen. So, trinken. Okay, hold to heal. Ja, super. Wieso kann ich hier nicht durchlaufen? Okay. Da ist zwar komisch das Secret platziert gewesen. Aber ich kann da nicht durchrollen. Und runter. Oh, 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 super. Das war sehr unfair. Jo, irgendwo ist ein Feuerwerk bei uns. Ich höre das jetzt gerade. Oh, schön. Nein. So, Attack Power. So. Zack, 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 zack. So, und deshalb ist auch die Whip gut, wenn man da so sieht, wie man die erwischt. Pop und runter. Oh, eine Karotte. Da wäre ich schon fast zu schnell gewesen. So, jetzt ist hier bestimmt der Weg zu den alten Sewers. Da will ich euch aber das nicht zeigen, sondern ich will euch den anderen Weg zeigen, den es ja noch gibt. Es gibt nämlich noch einen, da wo man sich wegteleportiert und kommt man sozusagen zu welchen Verließen. Genau. Da will ich ja euch nicht hinführen, weil das haben wir ja schon gesehen, die Sewers. Auch wenn es noch einen zweiten von diesen Sewer-Level gibt. Muss nicht unbedingt sein. Au. So. Wie gesagt, man darf nicht zu schnell sein. Trotzdem sollte man sich jetzt beeilen. Obwohl man, glaube ich, wenn man die erste Zeittür nicht geschafft hat, schwer ist, die zweite zu schaffen. Also muss man dann schon sagen, okay, gut, dann renne ich jetzt nur noch komplett durch. Okay.
Tür auf. So, und ich, genau, hier kommen wir jetzt, glaube ich, zu dieser Promenade. Oder Promenade, irgendwie so heißt das. Ne, the Prison Depths, genau. Oben ist die Promenade und das ist jetzt die Gefängnisse. So, hey, geht's. So, ich möchte die Magnetbombe freischalten. So, man kann da natürlich die Sachen mehr reingeben in der Richtung, damit sie noch mehr Schaden machen. So, wir haben noch 10. Dann mache ich das hier rein, genau. Dann haben wir da Magnetgranate. Wir stunt die Gegner so, okay. Besser immer noch als Eisgranate Nummer 1. Okay. Wir haben nicht keine Aufladung. Ich habe den falschen Knopf die ganze Zeit gedrückt gehabt. So, the Prison Depths. Also, willkommen in den Verliesen. Also im Gefängnis eigentlich. Aber das sind hier so mehr alte Verliese. Und gleich seht ihr, wieso das auch von Anfang an zwar zugängbar ist, aber man sieht, mit den Leuten ist nicht unbedingt zu spaßen. So. Deshalb ist halt sehr gut, dass wir das jetzt hier bekommen haben. Gut. Also die unten sind erledigt worden. So. Oh nein. Ah. Leider hat er uns erwischt. Verdammt. Ja, wie gesagt, ich wollte euch aber eigentlich nur einen kleinen Eindruck machen. Immerhin haben wir das erste Mal auch geschafft, direkt zum Boss zu kommen. Und die zweiten waren halt mehr die anderen Ebenen zu zeigen. Und man sieht, dass auch die anderen Ebenen, die man so freischaltet, auch schwer sind. Also da ist nicht alles so, sagen wir mal, auf einen leichten, wie soll man sagen, auf die leichte Schulter genommen. Und ich finde, das ist ein super schönes Spiel. Dafür, dass es Early Access ist, hat das einen ganz guten Polish schon eigentlich. Also es ist ganz gut poliert. Da haben wir die Runen, die ich habe, die Weinrune und die Teleportation Rune. Da kommen noch, sind noch einige mehr. Ich weiß nicht, ob schon alle im Spiel sind, das kann ich jetzt nicht sagen. Für mich ist es auf jeden Fall in Ordnung, das Spiel zu kaufen und zu unterstützen, weil es zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt haben, eigentlich wie ein Spiel ist. Ich habe das Ende noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es schon ein Ende gibt. Deshalb meine Empfehlung auf jeden Fall, falls ihr die, so die Art von Spielen mögt, ist das auf jeden Fall was für euch. Und ich sage, bis zum nächsten. Oder, wie gesagt, vielleicht habe ich euch ja dazu angeschifft, das auch zu holen. Ich danke euch und sage mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.